läuft. Gucken, es geht. Es läuft. Da, ja, bist du ja wieder. Ja, hallo Borgerheide, hallo Welt, da sind wir wieder, der... Matze und hier. Der Lutze. Hast du den letzten Monat durchgesoffen oder was? Nee, ich bin trocken. Sieht man mir auch an, ne? Ich hab richtig... Bart hast du ja. Ich habe immer noch keinen Alkohol getrunken. Jetzt haben wir schon den 6. Februar und es gab keinen Alkohol. Also ich habe genau bis zum 3. Februar 17.30 Uhr durchgehalten. Du hast schon gesumpft. Aber jetzt geht ja die Zeit los, wo wir wieder durchsaufen können. Wir waren beim Knasterbad-Konzert, da kannst du nicht ohne. Weil die singen den ganzen Abend so schlimm die Musik. So schlimm die Musik, ja. Da muss man unter Alkohol und tragen. Schön, und die machen letzte Konzerte dieses Jahr, dann gibt es die nicht mehr. Die Kamera schief ist hier. Du hast die Kamera immer schief. Eigentlich bin ich immer der, der die wieder hinsortiert. Warte, ich muss die immer. Hör auf zu fummeln. Jetzt hast du mich rausgetreten. Aha, so. Jo. Also. Ja, übrigens, pass auf, ich habe was Neues. Was hast du Neues? Na, ich hab dir hier was in die Kamera eingebaut. Was denn? Und zwar können wir jetzt eine Live-Schaltung machen. Wir haben es so eine Art fast wie ein Hologramm-Effekt. Wir können Leute direkt aus Amerika. Kennst du hier den? Wie heißt der denn? Hier, der hat uns auch schon mal dein Kalender letztes Jahr und hier das Video vom Strand. Wo ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Marcel hieß der. Marcel? Ja. Pass auf. Das geht jetzt ganz einfach. Ich schalte ihn jetzt rein und dann schalte man wieder raus und dann bin ich wieder da. Pass auf. Wir gucken mal. Hallo, Matze, Marcel, hello from the other side, from the ocean. Hello, do you Americaner? Yes, of course. Marcel, ja, wir begrüßen hier den Marcel. Gruß der Woche geht an den Marcel. Wie bist du denn aus den USA so schnell hier rübergekommen? Da gibt es so eine ganz neue Erfindung, nennt sich Flieger. Da steigt man ein und ist ein paar Stunden später hier. Nicht App? Nee, App leider noch nicht. Also App Beam nicht. Funktioniert leider noch nicht. Nein. Ja, lieber Marcel, Königsmann? Königsmann, immer noch, genau. Nee, Kings? Kingsman. Ja, der heißt Kanal heißt ja Real Kingsman, weil die Amerikaner können ja keine Umlaute und von daher wurde aus Königsmann Kingsman. Jo, Marcel hier kommt frisch aus den USA. Wo lebst du dort? Wir sind umgezogen. Wir waren ja vorher, wer es verfolgt hat, waren wir in Ohio gewesen, in der Nähe von Cleveland und sind jetzt, letztes Jahr im September, tatsächlich nach Nevada in die wundertolle Stadt Las Vegas gezogen. Und da liegt Schnee, habe ich gehört? Da liegt tatsächlich zurzeit Schnee. Wir haben Berge. Draußen heute. Ja, stimmt. Ein bisschen viel, habt ihr auch. Nicht viel, aber es ist ja kalt bei euch, tatsächlich. Und da fährst du mal Abfahrt? Nein, ich kann leider keinen Skifahren. Also von daher, ich muss es noch ein bisschen lernen, ja, genau. Gefällt es dir in den USA? Ja doch, jetzt sind wir mittlerweile 5 Jahre dort. Und nee, zurück wollen wir nicht so wirklich. Nicht. Ich habe gehört, du bist original tatsächlich aus Borgwalde? Ja, tatsächlich. Bist hier zur Schule gegangen? Ja, aufgewachsen in Borgwalde, hier in die Schule gegangen, wie jeder, der halt hier aufgewachsen ist, in die Grundschule und nachher nach Brück gegangen, auf die, damals war es noch Gesamtschule, hieß sie damals noch. Ja, und dann, kam halt die wilde Sturm- und Drangzeit, wie das manchmal so ist. Und dann irgendwann bin ich in eine Wohngemeinschaft gegangen und da habe ich dann komplett was anderes gemacht und dann später umgezogen. Sag mal, weißt du, was ich cool finde? Du sprichst akzentfrei Deutsch. Das ist Wahnsinn, ne? Ja, ich bin richtig überrascht, wie du das so hinkriegst, ja. Mein Amerikanisch ist nicht so gut. It's not so good? Not so good. Ja, sometimes you need to speak very slowly and then a little bit faster. Das lernst du ganz schnell. So nach 5 Jahren hat man das ganz gut drin. Es gibt so Slang, gerade so Leute am Telefon, die verstehst du halt wirklich ganz schlecht. Da musst du immer wieder nachfragen. Oder wenn sie halt Texaner zum Beispiel. Bei Texanern sagt man, die haben so Kartoffeln im Mund. Ja. Wenn die so sprechen, die sprechen wirklich so. Ja. Und dann musst du 2, 3, 4, 5 Mal teilweise nachfragen. Und du bist jetzt mal zu Besuch? Erste Mal? Seit Corona tatsächlich. Das erste Mal wieder. Es war ja diese ganze Travel-Bann-Geschichte und alles. Und jetzt haben wir die Green Card bekommen. Wir haben die in Amerika gestellt und dann gibt es halt, du kannst halt nicht ausreisen in der Zeit, wo der Antrag läuft. Mhm. Und der wurde letztes Jahr genehmigt und dann haben wir dann gesagt, jetzt wird es wieder Zeit, Family, Friends, alle wieder treffen. Und dann habe ich mir gedacht, wenn du doch schon mal hier bist, dann klingelst du doch mal direkt bei euch. Ja, finde ich cool. Ja, ne? Wir hatten ja schon mal berichtet. Oder oh ja. Wir hatten schon mal. Und schon viel. In Ohio wart ihr schon, ihr wart am Strand, in Miami wart ihr, in Florida wart ihr schon. Genau. Ja, vielleicht kommt demnächst mal was vom Strip aus Vegas. Wie lange bist du jetzt hier in Deutschland? Eine Woche tatsächlich. Lohnt sich ja fast gar nicht, oder? Nee, das ist schon sehr hart, aber es geht halt nicht anders. Urlaub ist halt sehr knapp bemessen, aber man trifft halt ganz viele Freunde und dann geht's weiter. Das ist ein volles Programm. Absolut. Ja, freut mich natürlich. Matze natürlich höchstwahrscheinlich auch. Mal Matze, komm wieder her, komm. Ich bin gar nicht da. Den biegen wir gleich wieder hier rein. Genau, der darf mal hier hinten mit reinrutschen hier kurz.
freue uns, dass du natürlich hier kurz vorbeigekommen bist. Gerne, gerne. Und denke mal, beim nächsten Mal hast du eine Minute länger Zeit. Ich denke, ich denke. Und vielleicht können wir ja mal wieder was über USA machen. Vielleicht kriegen wir es tatsächlich mal hin, dass wir so ein Matze, erzähl mal, so eine App haben. Nee, gibt's doch, ne? Das müssen wir uns mal mit auseinandersetzen, das wollen wir mal in einblenden. Aber das ist ja nachtschlafender Zeit bei euch, ne? Ja, wir haben tatsächlich jetzt eine deutlich längere Zeitverschiebung. Also, wie viele Stunden haben wir denn? Das sind 9 Stunden Unterschied. Also wenn ihr morgens aufsteht, gehe ich abends ins Bett. Oh, ungünstig. Ja, sehr ungünstig. Also ich stehe manchmal um 6 auf. Dann machen wir irgendwas falsch. Wir müssen einfach auch im Bett liegen, weil was die Zeit wieder stimmt. Genau. Ja, oder wir müssen, wenn ich das hier sage, dann sitzt mir meine Frau nachher am Nacken. Wir müssen da rüberfliegen, ne? Dann müssen wir von da sein. Wir machen mal eine Dienstreise von Borkheide News. Jo, vielen Dank, dass du hier warst. Gerne, gerne. Ich denke mal, wir sehen uns noch. Und wir haben ja jeden Kontakt hier über das Internet. Das ist ja, glaube ich, überall. In den USA gibt es auch Internet. Habe ich gehört, ja. Haben wir auch. Aber nur das Englische. Das Englische. Wir haben ein anderes hier. Das Englische. Internet. Deswegen haben wir das 5G, weil es muss halt schneller übersetzt werden. Da ist eine Sprachbarriere drin. Ja, vielen Dank. Gerne. Und hat mich gefreut. Was jetzt gesagt hast, wir machen jetzt hier kurz weiter, Matze, und schmeißen unseren Marcel mal kurz raus. Du willst noch nach Potsdam, hast noch Termine. Weil, wie gesagt, eine Woche ist nicht viel. Sehr knapp im Essen. Vielen Dank. Gerne. Ja. Sag mal da Winke, Winke und Tschüss. Winke, Winke und Tschüss. Sehr gut, brav. Zack und weg ist er, Matze. Ja, gute Reise. Ja, komm gut rüber wieder über den Teich und schönen Gruß an deine Family. Denke, wir sehen und hören uns noch gelegentlich. So, dann machen wir weiter, Matze. Ja. Wir haben zwar heute Schnee, aber wir denken schon mal an den Frühling und machen weiter mit dem Frühlingsfest. Genau, der Tourismusverein Zauro-Fleming e.V. Hat auf der Webseite vom amt-brück.de, ist noch auf der Startseite zu finden, die Anmeldung eröffnet für das 8. Frühlingsfest, was in diesem Jahr in Linte stattfinden wird. Und dort kann man auf der Seite sich die Anmeldung runterladen, also Vereine, Händler, jeder, der irgendwas anzubieten hat, Kunst und Kultur, je nachdem, einfach dort anmelden und dieses Event wieder zu einem erfolgreichen Ende bringen. Mit dabei sein wird vermutlich auch Naturbad Borkheide e.V. Und schauen wir mal, ob die DLRG sich auch noch zusammenfindet dazu. Wir gucken mal. Genau. Auf jeden Fall, wir gehen mit großen Schritten Richtung Frühling. Achso, das findet am 22. April übrigens statt, denn von 13 bis 18 Uhr in Linte. Bei 30 Grad, wollen wir wetten? Am Teich Gemeindehaus. Das wäre schön. Gut, weiter geht's. Ja, wir hatten schon gesagt, der trockene Januar ist vorbei. Der trockene Januar ist vorbei, war kurz vorbei, ist aber fand ich ganz gut und geht auch weiter. Ich habe noch durchgehalten bis jetzt. Bis jetzt war ich noch tapfer, aber irgendwann geht es auch weiter. So, da möchte ich noch mal erinnern, und zwar an den Kunst- und Kulturpreis. Da hinten steht er, der auch dieses Jahr wieder fällig ist. Und wie gesagt, Vorschläge und dergleichen mehr gehen ans Amt. Kann man einreichen. Oder hier bei uns in der Gemeinde in den Briefkasten einwerfen. Genau. So, Fliegerheim ist im Urlaub, ne? Fliegerheim ist zurzeit im Urlaub. Die öffnen wieder am 13. und am 14.2. wird dort auch wieder das Valentinstagsmenü wird es dort geben. Mhm. Wer sich noch nicht angemeldet hat, mal gucken, am 13. anrufen. Dann klappt es vielleicht noch für den 14. Ja, sind jetzt Ferien gewesen, ne? Hast du es gemerkt? Kannst du mal deinen Hund einladen zum Essen gehen? Deine Frau. Hast du meinen Hund, ja. Hast du gemerkt, dass Ferien waren? Nee. Waren Winterferien, ne? Einige weggefahren. Ich habe gearbeitet. Schnee und Eis. Ich nicht. Ich war auch zu Hause. So, dann gibt es noch eine Information, und zwar von Versicherungsgeschäftsstelle der ERGO, Thomas Kasshube. Und zwar haben ab sofort eine Annahmestelle, Abgabestelle für Pakete für UPS, DPD und GLS. Das fehlte ja hier bei uns so ein bisschen. Wir haben ja nur von der Deutschen Post eine Annahmestelle im Nah und Gut. Ja. Und jetzt natürlich gegenüber bei der Geschäftsstelle der Ergo-Versicherung kann man auch für UPS, DPD und GLS Pakete annehmen. Die können dann abgegeben werden und abgeholt werden. Wie fehlt nur noch DPD, ne? Hast du gerade vorgelesen. Du wolltest sagen, Hermes fehlt. Was? Hermes fehlt. Meinte ich, Hermes wollte ich sagen. Und habe aus Versehen DPD gesagt. Ja, finde ich erstmal toll, weil das fehlte ja hier. So, und dann gibt es natürlich auch immer wieder Anfragen, was ist denn jetzt mit dem Waldbad-Döner los, sag mal. Der sollte doch schon Anfang Januar aufmachen. Naja, also es gab ja einen Glasbruch auf dem Tresen, aber ich muss auch sagen,
es sieht drinnen schon sehr ansprechend aus. Also auch der ganze Umbau, der hat wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit gekostet, als er sich anfangs gedacht hat. Mhm. Wann es jetzt genau aufmacht, kann ich also ich habe gelesen, nicht sagen. Dass er sich in der Zeitung, in der Matz geäußert hat, dass es bis Mitte Februar der Fall sein soll. Hofft er. Mhm. Nehme ich mal an. Ich glaube, man kann ja heutzutage nicht sagen, wann jetzt wirklich mal was klappt. Ja. Aber bis Mitte Februar rechnet er damit. Ich gehe mal davon aus, dass bis Ende Januar dann wirklich klappt. Aber ich habe gesehen, der große Reinigungstrupp war schon mindestens einmal durch. Mhm. Also das ist dann schon so langsam Richtung Finale. Jo, und dann kommen wir nochmal zum Wetter, lieber Matze. Was hast du hier für ein Wetter bestellt heute? Ich hab's mal schneien. Du sagst mal, wann kommt der Schnee, wann kommt der Schnee? Ja, aber das ist doch kein Schnee. Wann denn 2,50 Meter Schnee? Ja, fahr doch einfach mal Richtung Österreich. Die haben so viel, die haben, glaube ich, genug schon davon. Ja. Aber ja, das bleibt jetzt noch 2-3 Tage kalt. Aber eigentlich, dann wird es wieder etwas wärmer. Und dann wird es wieder wärmer. Aber dann bin ich schon wieder im Urlaub. Also ich bin dann endlich mal im Urlaub. Mhm. Willst du den Schnee? Ich werde ja auch mir die Füße verbiegen mit Skiern unten dran. Na, ob das gut geht. Dann sitzt du nächstes Mal mit Gipsbeeren hier. Dann lasse ich mich von meinem Sohn pflegen oder so. Ja, mach dir gerne, glaube ich. Klar. Mhm. Gut. Ja, das war es dann von uns hier mit dem, was wir hier so auf dem Plan hatten. Bestimmt haben wir was vergessen. Wir haben sicher was vergessen. Aber nicht so schlimm. Wir wünschen euch jedenfalls noch eine schöne Woche. Und die im Winterurlaub sind, Hals- und Beinbruch, heißt das so? Oder Ski- und Skistockbruch? Hals- und Beinbruch ist schon mal gut. Hals- und Beinbruch ist gut, ja. Bleibt heil und rutscht nicht aus. Schöne Grüße an Jörg. Der hat es überlebt, ja. Gut. Das war's. Wie immer hier vor der Kamera der Matze und Lutze. Und tschüss. Tschüss.